Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorschlag war oder ob ich selber meine Watch Together Liste getan habe. YouTube-Kacke Australien von Dulcamarus. Mir hat ja diese andere Doku, die wir gesehen haben, auch sehr gut gefallen. Deswegen glaube ich, dass die auch entsprechend sehr, sehr gut sein wird. Ich habe Stefan dabei. Let's go. Ein glühender Erdteil. So klein wie eine Tomate. Oh Mann, ey. Und gefährlich wie eine Tomate. Verfickte Scheiße, Mann. Ich hab mich. Digga, Tomaten sind echt eine geile Frucht. Tomaten sind, ich weiß, Tomaten sind eigentlich ein Obst. Ja. Aber hands down, Tomaten sind das beste Gemüse auf der Welt. Ja, ist so. Das ist wirklich so. Das kann ich auch nur so sagen. Ey, Tomaten einfach GOAT. Ich eingeschissen. Ach was, das trocknet schon wieder. Wie auch immer, die wahren Herrscher dieses uralten Kontinents sind Tomaten. Och Mann, ey. Doch wieso haben sie diese merkwürdigen Gestalten angenommen? Wohin? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Also allein stell dir mal vor, Kängurus würden wirklich diesen Sound abgeben, wenn sie springen würden, aber... Ich wär so raus. Hier kamen sie. Auf den roten Kontinent. Oh Mann. Natürlich. Australien ist ein indischer. Ach Mann, Digga. Es muss jetzt sein, Alter? Es musste wahrscheinlich sein für Australien. Für Australien musste wahrscheinlich sein, dass es jetzt upside down ist, oder? Oh Mann. Das Finnland, dessen Ureinwohner längst ausgestorben sind. Ah, Finnland. Opfer. Im Laufe ihrer Geschichte haben sie sich ständig angepisst. Heute wird der Kontinent von seltsamen Wesen bevölkert, die es sonst nirgendwo auf der Erde gibt. Okay. Menschen. Das grüne Riesenkänguru. Ach so. Das grüne Riesenkänguru. Ja, das wusste ich an der Stelle auch noch nicht. Das Fell der Männchen stinkt nach Tomate. Sie werden bis zu 1,80 Meter schwer und bis zu 90 Kilo groß. Da haben wir es wieder, die Umdreh-Games. Bis zum 1,80 Meter schwer, ey. Heilige Scheiße, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mit ihren langen Beinen, den großen Lungen und einem Leistungsstab. Mach ne Fliege, Gandalf. Ach, die in verschiedensten Grautönen gezeichneten Weibchen wiegen nur etwa 5 Jahre. Dieses frisst gerade ihr 10 Kilometer altes Junges auf. Ah, das 10 Kilometer alte Junge. Digga, ey, eigentlich so unlustig. Es ist so schwierig vor allem. Das ist nur einer von vielen erstaunlichen Überlebensmechanismen, die das Riesenkänguru entwickelt hat. Der Zoologe Marilyn Renfrey geht mir komplett am Arsch vorbei. Uff, Alter. Einfach mal hops genommen in der Doku. Komplett reingekorbt, Alter. Frühmorgens in der Wüste. Da war gerade ein Gesicht in der Sonne, oder? Ich hab's nicht gesehen. Seit 8 Jahren haben die Känguru-Mutter und ihr kleines Miststück kein Bier mehr getrunken. Das ist schlecht. Denn Nahrung zu finden ist bei diesem Wetter so gut. Junge, hau endlich ab. Geh im Wald Blätter sammeln. Trotz ihrer Fähigkeit, mit wenig Flüssigkeit auszukommen, muss das Weibchen innerhalb von 12 Tagen Alk finden. Wahrscheinlich in 12 Tagen, oder? Das ist wichtig und richtig. Digga, die Australier spinnen doch, ey. Sonst kann es keine Kacke mehr produzieren. Aus diesem Grund muss auch Dulcamarus sich regelmäßig volllaufen lassen. Muss los. Ja, okay, Digga. In der Kürze liegt die Würze, würde ich sagen. 2 Minuten 23. War trotzdem ein sehr, sehr gutes Video von Dulcamarus. Also, wenn euch das gefallen hat, schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Es ist wie immer unten alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich auch sehr über den Like, den Abonnement und den Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder in die Kommentare, auf was ihr noch so reagieren sollt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.